Hi Leute, herzlich willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, wie ihr seht, gibt es wieder ein Hardware-Video und ja, ich habe mir einen Gunstock bestellt von der Firma ProTube VR. Die sitzen in Frankreich und ich habe hier auch schon ein Paket. Das öffnen wir aber gleich, also Unboxing-Video gibt es gleich. Ich möchte euch erstmal so ein bisschen die Homepage vorstellen und ich würde sagen, wir gehen die einfach mal ein bisschen ab. Also den ProTube kann man für die Vive, für die Rift bestellen. Für Windows Mixed Reality und jetzt auch für die PSVR, scheint relativ neu zu sein für die PSVR, weil hier extra steht, ist coming on PSVR. Dann gibt es MacTube VR Upgrade, da kommen wir gleich zu, da gibt es auch nachher noch ein Video zu. Also das ist ein Upgrade, Magnet-Upgrade für die Halterungen. Sonst hat man das Problem, wenn man nachladen muss in Spielen, also manuell nachladen muss, muss man den Controller immer aus dieser Halterung rausziehen. Ja, dann seine Nachlademechanik da machen und dann muss man den wieder reinstecken. So kann man aber den kompletten Halter abmontieren, also was heißt abmontieren, magnetisch abziehen und auch nachher wieder magnetisch dran machen. Soll komfortabler sein und mir war das Upgrade auf jeden Fall 35 Euro wert. Da kommen wir gleich zu. Also mich hat es echt immer gestört, wenn ich Videos gesehen habe von anderen Leuten, die da mit dem Gunstock spielen, dass man immer wieder den Controller halt aus der Halterung rausmachen muss, da muss man ihn wieder reinfummeln. Das hat mich so ein bisschen abgehalten, den zu bestellen. Und jetzt mit dem Magnet-Upgrade habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du ihn bestellen. Ja, das dazu. Wer den jetzt noch bekommen möchte, sollte mit DHL Express bestellen. Steht hier extra so eine Information. Ist auch klar, wir sind echt kurz vor Weihnachten. Ist echt kritisch, wenn man jetzt noch was bestellt, dass man das noch bekommt. So kommen wir mal hier zu so einer kleinen Animation, wie flexibel der Gunstock ist. Und man kann ihn echt relativ gut anpassen an verschiedene Gewehre. Und ja, sieht echt cool aus, gefällt mir. Und ich bin gespannt, wie da mit das Gameplay ist. So, hier gibt es doch mal eine Frage. Sollte man Carbon bestellen oder nicht? Also ich habe mich jetzt gegen Carbon entschieden. Das waren wieder 35 Euro Aufpreis und ja, Carbon ist halt vom Material her viel leichter. Ich denke mal, dass es mit Sicherheit komfortabler ist. Ich weiß nicht, wie die Variante mit Chrom jetzt ist, wenn man damit mal eine Stunde spielt, ob es dann wirklich irgendwann schwer wird, aber man hat auch eine Schlinge, wo der Gunstock dann dran befestigt ist. Also muss man abwarten, aber ich habe es jetzt erstmal nicht bestellt und muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass ich das bereue und nach einer Stunde sage, boah, ich kann nicht mehr, aber glaube ich jetzt nicht. Okay, kommen wir mal zur nächsten Seite. Ja, kommen wir zur Übersicht, so wie ich den bestellt habe. Also ich habe den komplett in Einzelteilen bestellt. In Einzelteilen spart man sich 20 Euro, also zusammengebaute Version kostet 20 Euro mehr. Muss dann halt auch jeder für sich selbst entscheiden und fast wie so eine Autobestellung, da hat man ja auch immer das Problem, ja, wollen sie noch das Upgrade, wollen sie noch das Upgrade und ja, das ist hier so ähnlich. Und irgendwann denkt man sich so, ah, ich brauche unbedingt alle Upgrades und ja, da muss man halt selber abwägen, was ist wichtig, wie viel will man dafür ausgeben. So, das war eigentlich das wichtigste Upgrade für mich, also dieser MacTube VR, diese Magnethalterung für die Controller und ja, 35 Euro fallen da auch wieder an. Ja, Material, wie ihr seht, ich habe den in Blau bestellt, den gibt es halt umsonst für in normal Grau. Dann gibt es noch Rot, Weiß, immer 5 Euro Aufpreis. Dann gibt es den in Blau, Rot, Weiß, also in französischen Farben, kostet 10 Euro. Und dann gibt es diese Version nochmal in Carbon. Klar, Carbon spart immer Gewicht, das muss halt auch jeder für sich selbst dann entscheiden, aber 20 Euro sind natürlich auch nicht wenig dafür, finde ich. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich bereue das nicht, dass ich nicht in Carbon bestellt habe, aber ich glaube nicht. So, kommen wir zu den Röhren. Ja, wie wir sehen, Chrom oder Carbon. Ich habe in Chrom bestellt. Auch wieder 35 Euro Aufpreis, wenn man das Bessere nimmt. So, dann kommen wir zu der Schlaufe. Also ich habe ein paar Videos gesehen und mir gefiel die 2-Punkt-Schlaufe irgendwie besser. 5 Euro Aufpreis ist jetzt nicht so viel, von daher kann man das schon mal mitnehmen. Ja, dann gibt es für unsere Sniper gibt's noch einen B-Pod. 25 Euro Aufpreis, wollte ich jetzt auch nicht haben, aber eigentlich eine coole Idee, wenn man echt viel Platz hat und sich auch öfters mal irgendwie hinlegen will bei so irgendwelchen Shootern. Da ist man natürlich auch viel, viel ruhiger.
Ja, das war es mit der Übersicht, so wie ich bestellt habe. Das kann halt jeder selbst anpassen, wie er möchte. Und wer sagt, okay, den Zusammenbau, den traue ich mir nicht zu, der kann es halt auch zusammengebaut bestellen. Ob ich dazu jetzt ein Video mache für den Zusammenbau, muss ich noch gucken. Ich habe mir die Anleitung mal durchgelesen und da stand irgendwie Zusammenbauzeit 1 Stunde 30 und das finde ich schon heftig. Kann ich mir aber jetzt kaum vorstellen, aber muss ich abwägen. Ich schaue mal, ob ich dazu ein Video auch noch raushaue. Ich werde auf jeden Fall den Zusammenbau filmen und ich gucke mal, auf welche Zeit ich komme, ob sich das überhaupt lohnt, das dann als Video rauszuhauen. Und ja, das entscheide ich dann wirklich spontan. Kommen wir mal zur nächsten Seite. Ja, hier sind wir auf der MacTube VR-Seite. Da kann man das Upgrade bestellen, wenn man schon einen ProTube VR Gunstock hat. Und den gibt es auch für die verschiedenen Headset, sag ich mal, oder Controller, Vive, Rift, Odyssey, Acer, Lenovo, kann man dann auch noch nachträglich bestellen. Und wer schon eh so einen Gunstock hat, sollte sich das echt mal anschauen. Ich denke mal, das lohnt sich auf jeden Fall und das Nachladen wird dadurch viel komfortabler, weil man muss den Controller nicht mehr aus der Halterung ziehen, sondern kann die komplette Halterung wegnehmen, nachladen und wieder dran stecken über diese Magnete. Wie gesagt, wie komfortabel das Ganze ist, muss ich auch selbst noch testen. Da gibt es auf jeden Fall dann auch noch ein Video zu. Aber jetzt kommen wir gleich zu dem Video vom Hersteller. Ja, hier sind wir auf der YouTube-Seite vom Hersteller und der hat ein Video produziert, wo der dieses MacTube VR-Upgrade vorstellt, verschiedene Nachladeszenarien zeigt und so weiter. Und gucken wir uns das einfach mal an. Und nicht wundern, ich habe mich ein bisschen verkleinert, damit ich nicht so weit ins Bild trage. So, gucken wir uns das mal an. Sieht bei denen natürlich sehr, sehr fließend aus, das Ganze. Klar, die haben auch sehr viel Spielzeit, weil die müssen die Sachen ja alle testen. Aber trotzdem sieht es echt komfortabel aus. Die Dinger gehen nicht ab, so wie es aussieht. Wäre natürlich blöd, wenn die Teile ab und zu mal irgendwie runterrutschen. Muss man wahrscheinlich auch ein bisschen mit lernen, umzugehen. Guck mal, wie geschmeidig das aussieht, krass. Ja, das wäre das Upgrade. Wollte ich euch auf jeden Fall mal vorstellen für die Leute, die eventuell schon so ein ProTube zu Hause haben und noch gar nicht wissen, dass dieses Upgrade existiert. Weil ich finde diese Erneuerung echt cool. Auch wenn ich noch nicht getestet habe, aber ich denke, das ist auf jeden Fall besser als die alte Methode. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal zum Unboxing-Tisch und packen mal das Paket aus. Bis gleich. Ja, da sind wir am Unboxing-Tisch und ich habe die Tüte schon mal aus dem Karton geholt. Schauen wir uns mal an, das ist hier die Anleitung. So ein Zettel drin. Also hier steht zum Beispiel 1 Stunde 30 Minuten ist die Dauer, um das Ganze zusammenzubauen. Muss mal schauen, wie lange ich dann wirklich brauche. Thank you for shopping with us. Be careful with magnets. Okay, das ist wegen diesen MacTube VR. So, packen wir das mal. So, packen wir mal das Interessante aus. Die Tüten packen wir erstmal weg. Ich habe ja beide Varianten bestellt, also für Vive und für Oculus. Also ProTube war da so nett und hat mir beide zur Verfügung gestellt. Das sind die Halterungen. Was mich jetzt nur wundert. Genau, das sind für die Vive. Hier ist aber für ProTube Mac. Hier ist eine normale Vorbereitung. Ich wollte eigentlich beide im ProTube Mac haben. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss ich abklären. Erste kleine negative Sache. Genau, hier ist die nächste Vive-Sache. Auch wieder für ProTube Mac. Stecken wir sie mal einfach rein. Die Controller, gucken wir mal, wie gut das passt. Und machen erstmal die Schlaufe da durch. Man kann die Schlaufe halt natürlich vorher abmachen. So, hier haben wir schon. Also, wenn man gut reinsteckt, sage ich mal, hält das auch ganz gut. Also gefällt mir gut. Lass mal erstmal so hier liegen.
Dann nehmen wir mal die Variante von der Rift. Das ist echt schade, weil da mir dieses Prototyp Mac echt wichtig war. Und ich das für beide Brillenversionen gerne hätte, weil ich echt, also besonders weil ich lieber mit der Rift spiele als mit der Vive, hätte ich lieber dann wenigstens hier das Prototyp Mac gehabt. Okay, muss ich abklären. Aber auch hier passt super. Hält auch gut. Sieht auch ordentlich aus. Das ist alles aus dem 3D-Drucker. Ich versuche mal ein bisschen näher ranzugehen. Also von der Qualität kann man schon mal nicht meckern. Ja Leute, ich muss mich kurz berichtigen. Also ich habe ja eben die Magnete gesucht und ich kam echt nicht auf die Idee, hier mal nachzuschauen. Und wie man sieht, sind das die Magnete. Ich dachte echt, das wäre fest montiert. Das sah echt so aus. Und ja, die passen halt überall dran und sind auch echt fest. Deshalb kam ich auch gar nicht auf die Idee, weil ich hatte das in der Hand und ja, ging nicht ab. Aber ja, das sind die Magnete. Muss ich mich kurz entschuldigen, dass ich hier ProTube unterstellt habe, da was vergessen zu haben. Und ja, jetzt kann ich dann doch das Teil zusammenbauen und ja, ich hoffe, das gelingt mir auch relativ schnell. Das nur dazu, dann geht es jetzt weiter. So, was haben wir denn als nächstes? Hier kommen sämtliche Tüten mir entgegen. Ja, hier haben wir die Schulterstütze. Sag ich mal ganz kurz, ist auch alles aus dem 3D-Drucker. Sieht auch echt, oder was heißt sieht, ist auch echt stabil. Also da biegt sich nichts und so, also echt top. Top gemacht. Tüte packen wir auch schon mal weg. Was haben wir hier? Da steht eine 2 drauf. Hier steht eine 3 drauf. Gucken wir mal, was uns alles noch entgegenkommt hier. Scheinbar Ersatzteile. Nummer 4. Dann haben wir hier so ein kleines Fläschchen. Ich denke, das ist irgendein kleines Öl, Silikonöl oder sowas, damit man irgendwas leichter montieren kann. So, Nummer 1. So, und da haben wir die Röhren. Pack die Tüte mal weg. Nehmen wir mal ganz kurz hier. Einen Schraubendreher, um die Tüte hier mal aufzuschneiden. So. Da sind drei Röhren, eine kleine, mittel, groß. Also aufpassen, Leute. Ist echt scharfkantig, ist nicht top entgratet worden. Also man kann sich da schon schneiden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Schon eine leichte Katsche jetzt. Und hier sieht es noch schlimmer aus. Das versuche ich euch jetzt mal zu zeigen hier. Es fokussiert nicht so, wie ich wohl will. Aber ihr seht hier richtiger Grat noch dran. Also vorsichtig. Natürlich nicht schön. Oh, hier auch. Ah, es geht natürlich gar nicht. Also, da muss ich dann nochmal mit der Feile ran, aber gut, ist kein Problem. Okay, kommen wir mal zu den einzelnen Tüten. Ich gucke mal, ob alles in Ordnung ist. Das ist Tüte Nummer 1. Packen wir erstmal aus. Zwei kleine Gummis sind dabei. Oben. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich versuche mal ein bisschen näher zu zeigen. Keine Ahnung. Wird sich wahrscheinlich zeigen. Ist auch nochmal so eine Halterung. Auch alles aus dem 3D-Drucker. Ist nochmal so eine
geriffelte Scheibe. Zahnscheibe, eine kleine. Was ist da das? Packen wir alles zusammen. Ne. Man kriegt immer alles auseinander und schwer wieder zusammen. Okay, ja, Spare Parts. Da wissen wir natürlich nicht, wie viel da eigentlich reingehört, aber sind auf jeden Fall dabei. Ist auch schon mal gut. Nehmen wir uns mal Tüte 2 vor. Oh, da sieht auch schon viel aus. Da sind 3 Gummiringe drin, auch wieder eine Zahnscheibe. Ja, sieht alles echt gut aus. Bisher nur ein Minuspunkt bei den Röhren. Okay, Tüte 3. Mal schauen, ob das auch so gut erklärt in der Anleitung dann steht. Erstmal die Einzelteile auseinander. 2 Gummis sind hier drin. Irgendeine Scheibe, keine Ahnung. Das ist jetzt keine Zahnscheibe. Also ich kann euch die gerne mal kurz zeigen. Einfach eine flache Scheibe. Nicht wie die Erde. Ja, hier auch wieder so ein Ding, was wir eben schon hatten. Muss man rausfinden, für was das ist. Ja, die Schrauben werden wahrscheinlich auch hier reinkommen. Ja. Okay, das sieht auch alles gut aus. So, Tüte 4. Kann man natürlich auch für die Controller nutzen, ne? Controller-Halterung, Schlingen. Aber unsere sind ja eigentlich immer dabei. Aber da hat man welche auf Ersatz vom ProTube. Sind auch 4 Stück. Ist auch nicht schlecht. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Was haben wir hier noch? Hier ist ein Inbusschlüssel. Noch ein Inbusschlüssel. Hier sind auch so 2. Ich versuche mal näher ranzuholen. Muss ich auch erst rausfinden, für was die sind. Eine fokussiert nicht so, wie ich will. Ah, wird sich schon zeigen, für was die sind. Ja, 2 Inbusschlüssel. Kennen wir aus jedem Möbelhaus, dass die dabei liegen. Ein ProTube-Aufkleber. Und das sieht aus wie so ein ProTube-Magnetschild, also für einen Kühlschrank oder so. Okay, Leute, das war das Unboxing-Video. Ich habe jetzt alles nochmal hingelegt, was auch im Paket war. Und ja, ich bin echt froh, heilfroh, dass nichts fehlt. Also, wie ihr hier seht, das sind die Mac. Die Magnete eher gesagt, und also die sitzen echt fest, also ziehen kann man schon mal gar nicht, also, und man muss wirklich zur Seite weg, sonst klappt es gar nicht. Also die halten echt bombenfest, und bin echt gespannt, wie das so im Spiel funktioniert. Ja, einzige kleine Kleinigkeit ist, dass hier nicht vernünftig geradet ist, kann ich aber drüber wegsehen, also sollte nicht passieren, aber ist halt auch kein Beinbruch. Von daher hat nichts damit zu tun, wie die Qualität von dem Ganzen hier ist. Ich überlege mir jetzt noch, ob ich das hier aufnehmen werde, die Montage. Ich nehme auf jeden Fall was auf und guck mal, wie gut das alles klappt und wie lange man dafür braucht. Also eine Stunde 30 Video guckt sich auf keinen Fall jemand an. Von daher muss ich mal abwägen, wie das Ganze hier, wie schnell das funktioniert. Wird man aber dann sehen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, und wenn ja, Like raus, Abo würde ich mich echt darüber freuen, und ja, wer schon ein Abo gegeben hat, könnte auch direkt die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über die neuesten Videos informiert. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dann, ciao.